Karten sind dazu da, dass sie richtig gemischt werden. Liebe Freunde des gepflegten Kartenspiels, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir unsere Sammelkarten richtig mischen, vor allem wenn sie in Hüllen sind. Da gelten andere Gesetze, wie wenn ich jetzt die Karten hier so habe ohne Hüllen oder wie wenn ich die Karten in meine Hüllen stecke. Da gibt es ganz, ganz wichtige Unterschiede, die möchte ich dir hier in diesem Video zeigen. Ja, ich denke, für jeden ist klar, wenn du Sammelkarten hast, die auch ein bisschen wertvoller sind, dann willst du natürlich diese in schönen Hüllen spielen, damit diese Karten nicht kaputt gehen, damit du sie auch irgendwie vertauschen kannst zu dem gleichen Wert oder vielleicht auch mal verkaufen kannst, wenn du aufhören willst mit deiner Sammlung. Hüllen rutschen und verhalten sich ganz anders, wenn ihr hier schaut. Ja, das ist jetzt ein neues Päckchen an Hüllen, habe ich neu eingetütet. Da war GameGenic so nett, mir die Hüllen für dieses Video zur Verfügung zu stellen. Kann ich absolut nur empfehlen. Schaut euch gerne die Links in meiner Beschreibung an, falls ihr auch Interesse an so schönen Hüllen habt, in tollen Farben auch. Auf jeden Fall, ganz wichtig, wenn du in Hüllen spielst, es verhält sich ganz anders beim Mischen, wie wenn du ohne Hüllen spielst. Ja, wie unterscheiden sich diese Karten von einem Pokerdeck? Ihr seht schon, die sind nur in eine Richtung bedruckt, du hast das Magic nicht unten nochmal stehen. Das heißt, wenn du jetzt mischen willst, dann werden manche der Pokertechniken zum Beispiel, musst du ganz behutsam sein, wenn du sie so ineinander mischt, ist nachher dein Deck komplett durcheinander. Ja, du musst schauen, dass es in die gleiche Richtung immer in den Stapel gelangt. Das ist erstmal ganz wichtig, ob du jetzt das mit oder ohne Hüllen machst, ist das Gleiche. Nicht, dass dir das irgendwie beim Mischen hier verkantet und du siehst, es könnte also passieren, dass die irgendwie hier reinrutschen und nachher dann die Hülle dabei auch kaputt geht. Also müssen wir aufpassen, dass es in die gleiche Richtung irgendwie gemischt wird. So ist es sowieso ziemlich schlecht zu mischen, ihr seht's. Wir sollten Karten also lieber über die breite Seite mischen, über diese lange Seite mischen, sagen wir so. Und da zeige ich euch auch jetzt ganz wichtig, wie das funktioniert. Also, das erste ist der Overhand Shuffle. Damit wir hier mal sehen, was das Ganze ist, weil der kann auch manipulativ eingesetzt werden. Solche Sachen müsst ihr natürlich auch wissen. Ihr seht, hier habe ich Artefakte und weiße Karten, also die ganzen hellen, die habe ich am Ende. Und hier sind eher so blaue und grüne und rote, vielleicht auch mal schwarze. Ja. Wenn ich jetzt den Overhand Shuffle mache, der funktioniert so, dass man sein Deck eigentlich in einer Hand hält und in die andere hineinmischt. Funktioniert so, dass du das Deck wie eine Art Kralle hebst und nachher dann mit leichtem Druck von dem linken Daumen immer eine Karte nach unten ziehst oder mehrere und dann hier so mischt. Und dadurch, wenn du das Tempo erhöhst, sieht es wirklich aus, als würde ich hier mischen. Ja? Okay. Das Problem dabei ist, schaut mal, wenn ich das so mache, habe ich eigentlich immer noch alle weißen Karten oben liegen. Wieso ist das Ganze? Und zwar, bei diesem Shuffle ist es wirklich so, dass ich eigentlich nur die Reihenfolge ändere. Die Karte, die zuletzt kam, die wird nachher die erste dann sein. Und hier das Gleiche, ich mache es einfach wirklich langsam, ich ziehe hier die Karten runter. Das kann man auch so weit üben, dass man zwei auf einmal zieht. Und ihr seht, wenn man das eintrainiert, kann man hier wirklich auch tricksen. Und dieses ist natürlich so eine Sache, diese Technik, wenn ich die auch schnell mache, dann fällt das vielleicht gar nicht groß auf. Und was passiert, wenn ich das Ganze zweimal mache? Dann habe ich nachher, ja, jetzt war ich nicht ganz durch, wenn ich es zweimal mache, dann habe ich eigentlich wieder genau die gleichen Reihenfolge, wie ich sie vorhin hatte. Auch bei viermal, sechsmal, achtmal, also immer die gerade Anzahl an Shuffles, Overhand Shuffles, wenn ich sie so mache, habe ich genau die gleiche Reihenfolge, wie wenn ich mir am Anfang die Karten aufs Deck gelegt habe. Also aufpassen, wenn jemand so mischt, schaut mal den Gegner an, dann ist das nicht richtig gemischt. Also das wäre so der Overhand Shuffle. Er macht nur Sinn, wenn du wirklich rangehst und ein bisschen das so mischt, dass du aus der Mitte Karten rausziehst und hier so mischt, dass es ein bisschen willkürlicher ist. Dann funktioniert der Overhand Shuffle. Mit Hüllen funktioniert das Gleiche ganz. Mit Hüllen funktioniert das Gleiche genau gleich. Und zwar habt ihr hier wieder die hellen Karten, die kann ich mir oben wieder drauflegen, dass ihr das mal den Unterschied seht. Hier so also die bunten und hier die helleren am Ende.
Wenn ich jetzt mit Hüllen mische, funktioniert das Ganze natürlich genauso. Ich kann hier auch den Overhand Shuffle machen und hier das rein shuffle. Die Karten, die Hüllen rutschen natürlich ein bisschen besser. Das ist so eine Sache, das merkt ihr hier schon, vor allem wenn sie neu sind. So, eine weitere Technik, die hier funktioniert, ohne Hüllen und mit Hüllen jedoch ein bisschen schwieriger ist, zeige ich euch gleich, ist die Hindu-Misch-Technik. Ja, man hält das Deck wirklich ja zwischen mit dem Daumen so in der Hand und kann dann mit Daumen und dem Mittelfinger immer so einen Stapel hier nehmen von oben und in die Hand fallen lassen. Ja, dann gehst du wieder ran, ziehst wieder so einen Stapel raus, lässt sie wieder fallen. Ja, das wäre so eine Hindu-Misch-Technik. Ein Video davon habe ich euch hier eingeblendet von Tomoharu Saito, einem Magic, ja, Altmeister könnte man sagen, eine Legende von Magic-Spielern, der hier das auch mit Hüllen natürlich wunderschön kann. So, diese zwei Methoden, die eignen sich ganz gut, sind relativ einfach zu erlernen. Anders wie jetzt der Riffle Shuffle, dafür brauchst du ein bisschen mehr Übung. Zum Riffle Shuffle, da kennt man so den Klassiker, das was die Dealer am Pokertisch machen. Die halbieren etwa das Deck, ja, und dann legen sie es hin und dann heben sie diese inneren Ecken etwas hoch und lassen sie ineinander schnappen. Ja, dann sind sie nachher, die Karten sind dann nachher so ineinander verkantet. Habe ich das jetzt richtig ineinander geschaffelt? Sind diese Karten jetzt wie ein Fächer hier verteilt? Hälfte, Hälfte. Und so kann ich sie nachher zusammenschieben und habe dann mein Deck. Der Riffle Shuffle geht mit Hüllen auch wunderbar. Ja, den kann man hier so reinmischen. Das funktioniert vielleicht sogar besser als mit Pokerkarten, weil die Hüllen schön ineinander gehen. Den Riffle Shuffle kannst du auch anders machen, indem du die Karten wirklich aufrecht hebst, dass sie sich an dieser Seite ineinander verkanten. Super spektakulär, wenn man das macht. Nicht nur Terence Hill kann den, der ist sicherlich auch schön zu erlernen. Wenn ihr diesen machen wollt, ohne Hüllen, dann funktioniert es natürlich wunderbar. Das Einzige, achtet darauf, dass ihr die Karten nicht so ineinander mischt, weil nachher in eurem Deck die Karten ja einfach verdreht, in verschiedener Reihenfolge verdreht kommen und du musst jedes Mal nachher dein Deck drehen. Also aufpassen, dass ihr in die gleiche Richtung diesen Shuffle macht. Das wäre so rum. Geht das überhaupt mit Hüllen? Schaut mal hier, die sind super, super rutschig. Wenn du jetzt so einen Riffle Shuffle hier machen wolltest, ja, überleg dir das mal. Du willst sie ineinander so shuffeln. Erstens stört dich hier, dass diese Seiten alle offen sind. Das ist ein großes Problem. Dieser Shuffle würde vielleicht schon funktionieren, ja. Aber wenn du das so machst, okay, du shuffelst sie so ineinander und nachher willst du die Brücke machen, dass die wieder schön ineinander gehen, dann könnte das, ja, zu einer Explosion führen. Warum sollten wir mit Hüllen einen Riffle Shuffle machen? Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil wir haben Hüllen und die helfen uns, dieses uns Ganze zu ersparen. Rein optisch gesehen sind diese Mischtechniken natürlich toll, wenn du sie kannst, aber es reicht vollkommen aus, etwa die Hälfte des Decks rauszunehmen und auf die andere Hälfte draufzulegen. Ja, Hälfte, Hälfte. Die gehen super einfach, rutschen super einfach hinein. Schaut euch mal hier an, wie sie ineinander verkanten. Ich denke, man kann es ganz gut hier sehen. Und da ist es wichtig, dass du richtig stabile Hüllen hast, die dir nicht an den Seiten aufreißen. Und da kann ich dir unbedingt diese von Gamegenic auch empfehlen. Und dann musst du sie nur aufeinander stecken. Und schon hast du dein Deck einmal, ja, so zur Hälfte durchgemischt, könnte man sagen. Und wenn wir das jetzt hier machen, dann geht das Ganze natürlich auch schneller. Ich kann hier die sauber ineinander legen. Auch hier den Großmeister Tomoharu Saito. Kann ich euch zeigen,
Der hält einfach seine Hand ein bisschen anders, habt ihr es gemerkt? Er zieht, glaube ich, hier die Karten heraus und shuffelt sie von oben nach unten rein. Ob du so machst oder die von unten oben rein shuffelst, das ist dir überlassen, es geht beides. Ja? Wenn das so siehst, es geht super einfach. Die Hüllen rutschen sauber ineinander, schaut mal hier. Da brauchst du gar kein Riffle Shuffle. Das wäre eigentlich, ist das totaler Quatsch, die Hüllen zu strapazieren, die ganzen Karten zu strapazieren. Wenn die jetzt Double Sleeved sind, mit einer extra weiteren Hülle, dann sind die ja auch wirklich fest. Dann lassen sie sich auch schlecht biegen. Das spricht gegen diese Riffle-Methoden vom klassischen Deck ohne Hüllen. Das spricht wirklich dagegen. Ja, diese hier kann ich schön biegen. Ja, wenn ich das hier mit meinen Hüllen, Karten in den Hüllen machen möchte, erstens tut es einem weh, schon beim Zuschauen, ja, wenn du denkst, da sind jetzt 30 oder 50 Euro Karten oder noch teurere Karten dabei. Stell dir vor, da sind jetzt wirklich teure Karten dabei und du machst hier diese Shuffles damit. Das tut doch schon irgendwo in der Seele weh. Deswegen ganz einfach, Riffle Shuffles können wir alle durch diesen hier ersetzen, indem wir das halbe Deck nehmen, reinmischen. Das lässt sich auch wunderbar in den Händen machen, dann braucht man nicht mal einen Tisch dazu. Und du kannst es also so machen, in die Richtung oder von hinten nach vorne. Wunderbar. Und schon wiederholst du diese Technik auf jeden Fall 10 Mal, dann hast du schon mal gut gemischt. Egal ob mit oder ohne Hüllen, für Sammelkarten musst du eine besondere Technik auf jeden Fall kennen, den sogenannten Pile Shuffle. Du fängst also an, der Pile Shuffle heißt so, weil Pile so kommt vom Stapel im Englischen. Wir haben hier ein 60-Karten-Deck. Du willst deine Stapel so legen, dass es genau aufgeht, dass diese Zahl hier in dieser 60, die 60, also die 6er Reihe am besten drin ist oder eine 10er Reihe. Die wären ja in 60 drin. Aber ich möchte hier keine 10 Stapel machen. Bei 60 würde ich dir empfehlen, du machst einfach einen 6er Stapel. Hast du jetzt, und dann verteilst du die Karten gleichmäßig auf diese Stapel. Und jetzt schaut mal, die letzte Karte kommt hier drauf. Was sagt uns das? Wir haben ein 60-Karten-Deck, weil das hier 6 Stapel sind. Habe ich genau die 60. hier draufgelegt? Ja, was glaubt ihr, wie viele sind jetzt pro Stapel? 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und so habe ich jetzt erfahren, dass mein Deck vollständig ist. Wenn du das mit dem Deck vom Gegner machst, merkst du nämlich auch, ob er überhaupt die richtige Anzahl an Karten im Deck hat oder ihm vielleicht sogar eine fehlt. Aber das ist noch viel wichtiger bei dir. In den Kartenspielen wie Magic ist natürlich schon so, dass manchmal die Karten die Zonen tauschen. Du spielst beim Gegner vielleicht etwas drauf und er mischt das dann in sein Deck und deine Karte wäre dann einfach, sage ich, verloren, wenn du sie nicht zurückforderst. So merkst du auf jeden Fall immer, ob du die richtige Anzahl an Karten in deinem Deck hast oder vielleicht auch eine irgendwo vergessen hast beim Gegner oder vielleicht sogar eine vom Tisch gefallen ist. Auch das passiert hin und wieder. So, wenn ich jetzt mir die Stapel anschaue, ist es jetzt gut gemischt. Ihr seht das Problem. Weil hier so viele Weiße hintereinander kamen, ist es noch nicht ausreichend, das so mit dem Pile Shuffle nur zu mischen. Wenn ich die jetzt so aufeinander lege, bekommt ihr nämlich ein ganz, ganz schönes Muster. Wir schauen uns das nämlich jetzt mal an. Dann seht ihr, hier kommen ein paar Weiße, dann kommen wieder die Bunten, dann kommen wieder die Weißen, wieder Bunte und so weiter. Ja, um das zu vermeiden, musst du also vor deinem Pile Shuffle ein paar Mal hier diesen Riffle Shuffle sogenannten, ja, oder den sogenannten Riffle Shuffle einsetzen, indem du einfach hier die Karten ineinander steckst. Und das kannst du wirklich so 10 Mal machen. Und wenn du das gemacht hast, 10 Mal ineinander gesteckt, ja, also wirklich so, dann beginnst du nochmal den Pile Shuffle zu machen. Ob du ihn jetzt so machst oder ob du ihn machst wie Tomoharu Saito, das spielt überhaupt keine Rolle. Stylepunkte kannst du dir bei diesen Mischtechniken immer holen, wenn dir das wichtig ist. Ja, so. Gut. Und ich habe also meine Mischtechnik hier mit dem Pile Shuffle erreicht.
Das Gute bei dieser Technik ist, dass die Karten sich niemals drehen würden in die andere Richtung. Du hast sie immer sauber in der gleichen Richtung. Und nachher, ja, wenn du sie ineinander legst, weil wir jetzt 10-mal gemischt haben davor, 10-mal durch die Karten ineinander gesteckt haben, sieht das Ganze jetzt hier gleich viel besser aus. Ja, also ihr seht, wir haben hier überall weiße Karten mit drin. Manchmal kommen sie immer noch direkt in Stapeln, das ist klar. Deswegen würde ich auch empfehlen, nach dem Pile Shuffle nochmals 10-mal ineinander zu stecken. Und dann bist du wirklich good to go. Ganz wichtig ist das Ganze hier, dass man das also vorher und nachher nochmals ineinander steckt. Und dann kann man das dem Gegner anbieten, dass er abhebt. Auch das ist so eine Knigge. Gewöhnt euch das an, bietet es dem Gegner an, auch wenn er es nicht haben möchte, lasst ihn doch abheben. Ich bedanke mich vielmals bei GameGenic, die sich bereit erklärt haben, mir Hüllen zu stellen. Ja, da seht ihr hier also nochmals den Double Sleeving Pack. Wer wertvolle Karten hat und zweifach gehüllt seine Karten haben möchte, dem kann ich das wirklich empfehlen. Ja, da habe ich ja gesagt, sie lassen sich jetzt recht gut biegen, weil die nur einfach gehüllt sind. Steckt sie mal wirklich in solche, dann sind die wirklich schön fest. Das ist Geschmackssache. So, bei einem 40-Karten-Deck, einem Limited-Deck, einem Draft- oder Sealed-Deck gelten die gleichen Regeln. Es lässt sich noch leichter mischen, weil es noch weniger Karten sind. Da empfehle ich dir, mach 5 Stapel, wenn du cool bist. Gerade als Magic-Spieler kannst du sie so legen, wie die Mana-Symbole, wie die Farbsymbole es hier zeigen. Ihr seht das hier schön in diesem Pentagramm. Und dann kannst du natürlich das genauso machen. Und wenn du 40 Karten hast, wird es genau aufgehen, dass du dann genau die richtige Anzahl an Stapeln hast. Ich mache es hier mal vor, ihr seht das. Die richtige Anzahl verteilt und die letzte unten rein. Schon weiß ich, es sind 40 Karten, wunderbar. Und die, wie gesagt, legen wir aufeinander. Was ich auch manchmal gesehen habe, dass manche Spieler die einzelnen Stapel auch nochmal mischen. Ja, das kann man machen, es schadet nicht unbedingt. Ja, das wäre gerade vorhin sinnvoll gewesen. Ihr seht es da, wo ich am Anfang oben 3 oder 4 weiße hatte und dann kamen die bunten. Hätte ich die nochmal ineinander gemischt, dann wäre das natürlich prima. Hier verwende ich den Overhand Shuffle und zwar auch wirklich, wie gesagt, so, dass ich mal in der Mitte was rausziehe, hinten was rausziehe. Und das ist eigentlich hier der Overhand Shuffle, den ich hier mache. Ganz klassisch. Der funktioniert also wunderbar auch mit Sleeves. Und dann alles schön aufeinander legen und nochmal ineinander stecken. Ihr seht also, die richtigen Techniken sind eine Mischung aus dem Ineinanderstecken. Das entspricht einem sogenannten Riffle Shuffle, dem hier. Anstatt dem hier, den brauche ich gar nicht, der strapaziert nur meine Hüllen und Karten innen drin. Anstatt diesen hier zu machen, ja, ihr seht, der hat das gleiche Ziel. Die Karten sollen sich ineinander verschieben und hineingehen. Sieht zwar cool aus, das ist der einzige Grund, den zu machen, weil das cool aussieht. Stattdessen könnte ich einfach so machen. Und ihr seht, wie die Karten, wenn ich sie ineinander stecke, wie sauber sie sich nachher vermischen. Da passiert ein richtiger Mischvorgang. Wenn wir das 10-mal machen, ist das natürlich prima. Vor allem mit der Kombination noch von Pile Shuffle, Overhand Shuffle. Eine Mischung dieser Techniken sorgt dafür, dass du nachher ein sauber gemischtes Deck hast. So, hast du ein Commander-Deck, würde ich dir empfehlen, bei 99 Karten und Commander 9 Stapel zu machen. Weil das Deck so richtig fett ist, nimmst du einfach die Hälfte erstmal und machst 9 Stapel, weil bei 99 durch 9, das wird ja genau aufgehen. Und dann kannst du wirklich schön dir hier das hinlegen und auf 9 Stapel verteilen. Erstmal die Hälfte, die hast du schön in der Hand. Und wenn du die verteilt hast, packst du dir den zweiten Teil des Decks und machst mit dem dann das gleiche wieder. So, probiere die neuen Mischtechniken doch gerne das nächste Mal beim Kartenspielen aus und lasse mir hier in den Kommentaren eine Rückmeldung da, wie du das denn machst. Rob, der magische Investor, bedankt sich auch GameGenic für die schönen Hüllen und wir sehen uns bald mit einem neuen Video wieder. Rob, der magische Investor, sagt Peace out.